Herr Müller, herzlich willkommen bei katholisch.de hier auf dem Katholikentag in Leipzig. Ein wichtiges, zentrales Thema dieses Katholikentages ist die Flüchtlingskrise, die uns ja weiterhin vielfältig beschäftigt. Was bietet Caritas International, das Hilfswerk der Deutschen Caritas, hier in Leipzig zu diesem Thema an? Wir haben uns bei diesem Katholikentag auf ein Thema konzentriert, das ziemlich am Rande steht und mit dem Titel Vergessene Katastrophen zu umschreiben ist. Und zwar haben wir eine Ausstellung zu Kolumbien, Vertriebenen und Flüchtlingen in Kolumbien gemacht. Das ist eins der Länder, und das ist eigentlich gar nicht so bekannt, in dem es am meisten Inlandsvertriebene gibt, mit ungefähr 4 bis 6 Millionen, die Zahlen schwanken. Es laufen zwar jetzt Friedensverhandlungen, wir gehen davon aus, oder man kann erhoffen, dass sich das in diesem Jahr bessert, aber nach wie vor sind sehr viele Menschen nicht an ihrem Heimatort, und es gibt viele Gründe, warum das alles dort so gekommen ist, und ein paar dieser Hintergründe, die mit Drogenhandel, die mit Kriminalität, die mit politischen Problemen zu tun haben, wollen wir hier beleuchten. Das ist wahrscheinlich für die meisten unserer Zuschauer jetzt erstmal überraschend, Kolumbien, und nicht, dass sie sofort das Stichwort Syrien beispielsweise sagen. Sie haben schon ein paar Gründe angesprochen, Drogenhandel. Warum gibt es in Kolumbien ausgerechnet so viele Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge? Das ist eine ganz komplizierte Angelegenheit, die man nicht so ganz kurz erklären kann. Versuchen Sie es trotzdem. Aber es gibt verschiedene politische Gruppen, die um die Macht ringen. Und das hat schon vor Jahrzehnten zu einem bewaffneten Bürgerkrieg geführt. Aber wie oft im Leben geht es dann nicht nur mehr um die politischen Ziele, sondern es geht um Geld, um Macht, eben auch um den Drogenhandel dort. Und so ist ein weithin zerrissenes Land entstanden, in der die Regierung selber nicht mehr die Vollmacht hat, in viele Teile hier selber hineinzugehen. Und oftmals ist es nur die Kirche, sind es unsere kirchlichen Partner, die wirklich auch zwischen den Fronten hin und her gehen können. Und das ist ein großer Vorteil jetzt auch gerade der katholischen Entwicklungszusammenarbeit, dass wir als unabhängig gelten, und auch der nationale kolumbianische Caritas-Direktor zum Beispiel ist als offizieller Gast zu den Friedensgesprächen eingeladen worden, was ein Zeichen für die große Wertschätzung ist, die es dort gibt. Wie engagiert sich die deutsche Caritas oder Caritas International da konkret in Kolumbien? Wir haben eine Vielzahl von Projekten, die wir zum einen für die Notversorgung der Vertriebenen ansetzen. Es gibt viele Menschen, die wirklich mit nur dem, was sie am Leib tragen, flüchten mussten, fliehen mussten, sich in unzureichenden Unterkünften irgendwo wiederfinden. Und da stehen ganz basismäßige Dinge im Land, im Raum, die Lebensmittel, Kleidung, Versorgung. Aber das Wichtigste ist ja, die Menschen wieder zurückzubringen in ihre Heimat. Und das ist dann ein Hauptteil der Aktivitäten, nämlich Wiederansiedelung, Projekte durchzuführen, aber auch viele andere Projekte. Es reicht bis hin zum Straßenkinderprogramm in Bogotá. Also Vielzahl von Aktivitäten. Das ist also ein Schwerpunkt von Caritas International hier auf dem Katholikentag in Leipzig. Trotzdem ist das Thema Syrien natürlich auch bei Ihnen sehr präsent. Sie haben vor kurzer Zeit eine neue Aktion gestartet, Keys of Hope heißt die, die sich dezidiert eben um das Thema Flüchtlinge aus Syrien richtet. Können Sie ein bisschen was zu dieser Aktion Keys of Hope sagen? Die Aktion Keys of Hope, also Schlüssel der Hoffnung, ist entstanden an eine Idee, die ein Fotograf hatte, weil er festgestellt hat, dass viele der Flüchtlinge, der syrischen Flüchtlinge, unter den wenigen Dingen, die sie mitgebracht haben, auch ihren Haustürschlüssel haben. Und das Symbol dieser Kampagne sind die mitgebrachten Haustürschlüssel der Flüchtlinge, die sie in ihrer offenen Hand halten und die für sie eine Erinnerung sind, ja, an das, was sie verloren haben, nämlich an ihr Zuhause, an ihre Heimat, in die sie auch irgendwann wieder kommen wollen. Und in dieser Kampagne lassen wir Flüchtlinge selber zu Wort kommen. Sie berichten ihre Schicksale ergreifend in ihrer Originalsprache. Wir haben das mit Untertiteln versehen. Und auf unserer Caritas International Homepage oder direkt unter Keys of Hope kann man diese Zeugnisse dieser Menschen sehen. Und auch wenn man glaubt, man hat schon viel jetzt in den letzten Jahren in der Zeitung gelesen oder im Fernsehen gesehen, bietet sich da doch noch viel Neues und schafft, glaube ich, auch Verständnis für die schwierige Situation der Menschen dort. Gibt es denn schon Rückmeldungen zu dieser Kampagne? Und zweite Frage, was ist das Ziel dieser Kampagne? Was wollen Sie damit erreichen? Wir konnten eine der größten deutschen Werbeagenturen gewinnen, die das ohne Honorar umgesetzt haben für uns. Und das hat sicherlich damit dazu geführt, dass die Rückmeldungen ganz gut sind, weil es, glaube ich, sehr gelungen ist, auch grafisch
von der Umsetzung her sehr, sehr ansprechend, sehr professionell gemacht wurde. Wir wollen zwei Ziele mitverfolgen. Das eine ist, Bewusstsein zu schaffen für die Situation dort, auch weiterhin die Akzeptanz aufrechtzuerhalten, weil vielleicht die einen oder anderen sich doch fragen, ja, nimmt das denn kein Ende? Warum kommen immer noch Flüchtlinge? Warum bleiben die nicht in Libanon, wo sie doch vielleicht sicher sind? Warum bleiben die nicht in Jordanien? Warum müssen die zu uns kommen? Was ist denen eigentlich passiert? Da zeigt das viele Hintergründe. Und der zweite, das zweite Motiv ist natürlich auch, dass wir damit Unterstützung aus Spenden gewinnen und sammeln wollen, um die Versorgung der Flüchtlinge vor Ort in Syrien, aber auch in den Nachbarländern sicherzustellen. Weil das ist ja weiterhin nach wie vor eine der ganz, ganz großen Aufgaben. Man hat so ein bisschen den Eindruck, jedenfalls ist mein Eindruck, seitdem es den ja sehr umstrittenen Deal zwischen der Europäischen Union und der Türkei mit Blick auf die Flüchtlingsrückführung gibt, scheint das Thema, je weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen, ein bisschen aus dem Blick zu geraten in der Bevölkerung. Man hat das Gefühl, man muss sich ja gar nicht mehr so sehr damit beschäftigen. Sie haben einen anderen Blick, Sie sind in Syrien engagiert als Caritas International. Können Sie schildern ein bisschen, wie die Situation vor Ort sich darstellt aus Ihrer Sicht? Ich war vor wenigen Wochen in Syrien, in Damaskus, um dort unsere Partner, also die kirchlichen Partner zu treffen. Und die Situation ist schon nach wie vor extrem heikel. Und auch wenn die Zuflüsse jetzt der von Flüchtlingen nach Deutschland momentan etwas geringer sind, darf man die Situation nicht unterschätzen, weil sich weit mehr Kriegsopfer in Syrien selber auf der Flucht befinden, nämlich als Vertriebene. Es sind über 6 Millionen wie Menschen, die bereits das Land verlassen haben und ja hauptsächlich nach wie vor in den Nachbarländern sind. Also das heißt, die kleinste Zahl der Opfer ist bislang bei uns angekommen. Das müssen wir immer im Hinterkopf halten. Die Flüchtlingszahlen in den Nachbarländern sind weit höher. Und ja, man kann nur hoffen, dass der Waffenstillstand, der jetzt ja zum Teil funktioniert hat, sich etwas hält. Ansonsten bleibt momentan nur auf die politische Lösung zu setzen und natürlich den Menschen dabei zu helfen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Denn das wird bei einem Besuch vor Ort eigentlich auch ganz deutlich. Es ist die schiere Verzweiflung, die die Menschen dazu bringt, wegzugehen. Keineswegs Leichtfertigkeit oder Abenteuertum. Caritas International leistet vor Ort viele Nothilfe. Können Sie mal ein, zwei konkrete Beispiele nennen, wo Sie engagiert sind, wo sozusagen dann auch, ich sag mal, Spendengelder aus Deutschland dann dort konkret ankommen? Ein riesiges Problem ist die Gesundheitsversorgung. Dort zum Beispiel machen wir sehr viel in Syrien selber, weil die meisten Inlandsvertriebenen und aber auch die normale Bevölkerung sich die medizinische Behandlung gar nicht mehr leisten können. Und da ein sogenanntes Medical Center, also ein Gesundheitszentrum der Caritas, vergibt dort Gutscheine für die ärztliche Versorgung. Da sind, ein Gutschein hat einen Wert von 100 Euro oder wenn es um einen stationären Aufenthalt geht, von 300 bis 500 Euro. Und damit können dann Operationen durchgeführt werden oder auch Behandlungen, die ansonsten nicht möglich wären. Und das Gleiche gilt auch im Libanon selber, wo die Flüchtlinge im Prinzip keinen wirklichen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Auch wenn die Staaten dort sehr, sehr viel tun und wer eine schwierigere Erkrankung hat, ist ansonsten, wenn er nicht wirklich viele Mittel mitgebracht hat, verloren. Also konkrete Hilfe von Caritas International, die wirklich vor Ort auch ankommt. Es gab Anfang dieser Woche einen humanitären Weltgipfel in Istanbul. Da ging es unter anderem auch darum, dieses globale Hilfssystem grundsätzlich auf neue Füße zu stellen. Welche Erwartungen und Forderungen hätten Sie an diesen Gipfel gehabt oder haben Sie formuliert? Wir haben im humanitären Bereich die Herausforderung, dass der Bedarf an humanitärer Hilfe sich in den letzten Jahren verfünffacht hat. Das hängt mit Krisen und Konflikten zusammen, das hängt aber auch mit der steigenden Zahl von Naturkatastrophen zusammen. Gleichzeitig hat sich der Umfang der humanitären Hilfe nur verdoppelt. Also verfünffacht der Bedarf, verdoppelt die Hilfe und das zeigt, dass hier eine Schere aufgeht und ein Missverhältnis besteht zwischen dem, was getan werden kann und was eigentlich getan werden müsste. So war unsere Forderung an die Verantwortlichen dort, schlichtweg das humanitäre System auszubauen, aber auch zu stärken. Denn was wir erleben und was uns besonders bedrückt ist, dass die Unabhängigkeit der humanitären Hilfe heutzutage weniger beachtet wird als früher. In viele Gegenden
umkämpfte Gegenden der Welt kommen wir auch nur noch mit großen Schwierigkeiten hinein. Und gerade jetzt vor wenigen Tagen hat uns wieder die Nachricht erreicht, dass ein syrischer Caritas-Mitarbeiter verletzt wurde bei einem Einsatz, weil die Neutralität nicht mehr respektiert wird. Und diese humanitären Prinzipien einzufordern von allen Konfliktparteien, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie kann das gelingen, künftig wieder besser, dass Sie auch in den Gebieten vor Ort sicher arbeiten können? Ja, es ist zunächst mal Aufgabe der Regierung, die Unabhängigkeit und die Handlungsfähigkeit sicherzustellen, die ja auch der Regierungen, die auch oft selber Konfliktpartei sind. Wir erleben allerdings, dass wir tendenziell mehr binnenstaatliche Konflikte haben und Rebellengruppen, sagen wir jetzt von wirklich schwierigen Gruppen wie dem Islamischen Staat ganz zu schweigen, halten sich immer weniger an diese humanitären Prinzipien und lassen uns immer weniger entsprechend rein. Deshalb sind die Zahlen der zu Tode gekommenen humanitären Helfer in den letzten Jahren auch stetig angestiegen, leider, weil es schwieriger geworden ist zu helfen. Aber man muss hier mit Appellen arbeiten. Es kann im Extremfall auch heißen, dass es Mandate der Vereinten Nationen geben muss, die als Peacekeeper, als friedenssichernde Akteure dort auch die humanitäre Hilfe erst ermöglichen. Aber das ist dann der allerletzte Schritt. Wir drücken die Daumen für diese wichtige, wertvolle Arbeit von Caritas International. Herr Müller, herzlichen Dank für das Interview, dass Sie hier bei uns bei katholisch.de auf dem Katholikentag zu Gast waren. Das war Oliver Müller, der Leiter von Caritas International, dem Nothilfewerk der deutschen Caritas. Mit ihm habe ich über die Flüchtlingskrise gesprochen und ganz konkret auch über die Situation in Syrien. Mit dem Programm geht es gleich weiter. Wir haben noch weitere spannende Gäste. Bleiben Sie dran.